Der ukrainische Präsident dementiert einen Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Wladimir Putin an diesem Abend. Dennoch gibt es heftige Vorwürfe aus Moskau. Reden wir darüber mit einem Verteidigungspolitiker, mit dem Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. Guten Abend. Guten Abend aus Hamburg. Herr Wadephul, das sind ja durchaus erschreckende, auch ja furchteinflößende Meldungen, weil es auch zu weiteren Eskalationen in diesem Krieg führen könnte. Wie sollte eine politische Antwort Deutschlands auf diese Bilder und Äußerungen aus Moskau aussehen? Ich denke, wir müssen auch in dieser Lage ruhig bleiben, analysieren, was geschehen ist, unterschiedliche Meldungen abschichten. Es gibt ja sehr ernsthafte Berichte, dass diese Drohne nicht aus der Ukraine gestartet worden ist, sondern aus Russland selber. Wir haben von Russland auch an anderer Stelle erlebt, dass es jede Kriegssituation auch für eigene propagandistische Zwecke ausnutzt. Also ich denke, es hat eine sehr ernsthafte Erklärung aus Kiew gegeben, dass die Ukraine dafür nicht verantwortlich ist und dass so etwas auch nicht intendiert ist. So schlimm dieser Krieg ist, derartige Auswüchse sind natürlich kritisch zu betrachten. Aber ich denke, wenn man sich ein ruhiges Lagebild macht mit einem bisschen Abstand, dann gibt es keinen Anlass, hier in Panik zu verfallen, sondern ich vertraue darauf, dass die Ukraine einen derartigen Anschlag nicht verübt oder intendiert hat. Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass es vielleicht sogar eher aus Russland gestartet worden sei. Wie glaubhaft sind denn aus Ihrer Sicht diese Videoaufnahmen? Das können wir alle so schnell nicht entscheiden, denn wir haben schon vieles erlebt. Wir haben schon viele Montagen gesehen von stehenden oder von Videobildern. Und insofern rate ich dazu, nicht schnelle Schlüsse zu ziehen, sondern lassen Sie uns das analysieren. Es gibt Experten, die das besser beurteilen können. Und wir müssen nicht heute Abend ein Urteil fällen, sondern wenn das in 2 Tagen möglich ist, reicht das immer noch aus. Aber die ganze Entwicklung zeigt einmal mehr. Man muss jetzt entschlossen der Ukraine helfen. Und man muss dann auch natürlich sehen, dass wir möglichst schnell irgendwann in einen Friedensverhandlungsprozess hineinkommen. Dieser Krieg ist unmenschlich genug und er sollte sich nicht weiter ausbreiten. Sie sagen, der Ukraine dann helfen. Nun hat Volodymyr Selenskyj heute in Helsinki noch mal gefordert, westliche Kampfflugzeuge geliefert zu bekommen. Wie lange kann man ihm dann auch angesichts dieser Entwicklung diesen Wunsch eigentlich noch verwehren? Naja, der Westen hilft jetzt mittlerweile sehr umfangreich. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass heute die Europäische Union ja ein großes Paket verkündet hat, wo die Produktion von Munition angekurbelt werden soll in Europa. Deutschland bildet Tausende von Soldaten aus der Ukraine aus und hat auch mittlerweile, zwar sehr spät, aber doch eine ganze Menge auch schweres Gerät geliefert. Das tun andere auch. Ich denke, darauf sollten wir uns konzentrieren. Das ist also keine Kampfjets. Ich sehe die Situation zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es gibt keine Verfügbarkeit bei uns und man kann so ein Kampfflugzeug auch nicht sofort fliegen. Das erfordert eine längere Ausbildung. Es braucht auch mehr als nur einen Piloten, sondern es gibt umfangreiche Notwendigkeiten für technisches Personal. All das wird nicht schnell zu realisieren sein. Und deswegen die Ukraine-Unterstützergruppe, die sich in Ramstein regelmäßig trifft, stimmt das ab. Ich bin dafür, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um auch mit schweren Waffen hier, mit bodengebundenen Waffen, auch mit Luftverteidigungswaffen mehr zu helfen. Aber ich denke, das wird dann auch irgendwann unsere Kräfte erschöpfen. Und weitere Maßnahmen könnten nur die Vereinigten Staaten von Amerika treffen.
Herr Wadephul, Sie haben gerade schon angesprochen die Frage der Munition. Da hat die EU jetzt heute beschlossen, dass die Rüstungsindustrie in Milliardenhöhe unterstützt werden soll, damit mehr Munition auch in Europa produziert wird. Nun hat ja die Rüstungsindustrie, das muss man glaube ich so sagen, massiv profitiert auch von dem Krieg bisher und hat auch Gewinne gemacht. Ist das wirklich nötig, jetzt Rüstungskonzerne so massiv staatlich zu unterstützen, damit sie Munition herstellen? Ich glaube, dass die Maßnahme richtig ist, denn wir haben insgesamt einen großen Fehlbestand an Munition. Übrigens nicht nur bei der Ukraine-Hilfe, sondern auch für die europäischen Armeen, die der NATO angehören. Also in dem Bereich muss man in Vorleistung treten. Und dieses Defizit an Produktionskapazitäten, das können wir nur beheben, wenn auch staatlicherseits hier geholfen wird. Verteidigung ist auch eine europäische Aufgabe. Und ich finde es richtig, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier die Initiative ergriffen hat und nach vorne geht. Europa hat eine Bedeutung und hat auch in diesem Krieg eine Bedeutung. Und deswegen begrüße ich diese Initiative sehr. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass möglichst schnell diese Kapazitäten aufgebaut werden. Denn der Fehlbestand an Munition ist riesig und den kann sich weder die Ukraine leisten noch wir. Dann frage ich da jetzt noch einmal nach, möglichst schnell. Das ist ja ohne Datum, was Sie da fordern. Ja, nach vorne oder nach hinten. Also es muss schnell gehen. Munition hätten wir eigentlich schon gestern gebraucht. Und wir werden über Jahre hinaus jetzt eine sehr viel stärkere Produktionsstrecke benötigen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass die Europäische Union jetzt hier einen wichtigen Beitrag leistet. Natürlich braucht es auch private Investitionen, aber die Sicherheitslücke ist so empfindlich, dass es gerechtfertigt ist, dass die EU hier eintritt. Sagt Johann Wadephul, Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.